Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wir sind unterwegs mit unserem Freund Trevor. Ich brauche jetzt mal vor allem die neue Mühle. Weil mit der Mühle machst du, glaube ich, hier keinen... Ich brauche ein Auto. Ein vernünftiges Auto zumindest. Ja, wir machen uns heute wieder unterwegs auf. Wir haben in der letzten Folge haben wir ja tatsächlich einiges an Nebenmissionen abgearbeitet, nämlich vier Stück. Und zwar alle hier oben in Palito Bay. Das heißt, wir haben vier Stück weg. Wir waren jagen. Wir haben uns von Mode die Kopfgeldmission geholt. Wir haben ein bisschen Randale geschoben. Und wir haben die Grenzen ein bisschen sicherer gemacht. Deswegen haben wir auch die Mühle hier mit den Gitarren hinten auf der Rücksitzbank. Ich brauche mal mein Auto, das kann ich. Komm. So, Abflug. Lass mal die Mühle mal einfach hier stehen. Ich habe keinen Bock auf. Und dann glaube ich mir nämlich lieber die Karre hier, die hier rumsteht. So. Schon besser. Ja, wir machen uns heute auf zu Josh. Und eventuell machen wir Nigel auch noch gleich. Wie gesagt, wir sind mit Trevor unterwegs. Dann arbeiten wir die Step-by-Step jetzt auch runter. Dann haben wir nämlich fast nur noch die ganzen Hauptmissionen. Ich weiß, wir haben noch neue Radale-Missionen offen. Aber wie gesagt, ich möchte gerne auch Josh abgearbeitet bekommen. Ich glaube, das sollte die letzte Mission sein. Ich denke, auch bei Nigel wird es die letzte Mission sein. Ja. Entschuldigung, GTA-Krankheit. Niemals nachmachen, Kinder. Aber Kinder, das Spiel ist eher ab 18. Normalerweise. So, ja. Dann gucken wir mal. Was ist der gute Josh heute? Ich glaube, ich weiß, welche Mission das ist. Wenn das die ist, ist es die letzte. Obwohl, damit habe ich nicht so privat viel gezeigt. Habe ich wirklich nur die Hauptmission durchgeknallt. Ich wusste gar nicht, was die Statistik momentan so sagt. Weil viel dürften wir ja nicht mehr so haben. Moment. 100% Checkliste. 54% haben wir das Spiel. Wir haben noch 7 Hauptmissionen. Wir, oh Gott, Hobby, Zeitvertreiber, müssen wir noch alles machen. Fremden Freaks fehlen uns noch 17 Missionen auf jeden Fall. Oh, ja, 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 ja. Zufällige Ereignisse fehlen uns noch 6 und verschiedenes fehlen uns noch 15 Missionen. Ja, also, wir haben noch ein bisschen was zu tun. In GTA. Ich weiß nicht, ob wir es tatsächlich komplett in 100 auf 100% spielen, aber zumindest die Mission möchte ich erledigt haben. Weil viele Missionen sollten es nicht mehr sein. So. Okay. Naja. Warte mal, wie viel habe ich gesagt? Habe ich gerade gesagt, hau auf, Ramen Freaks Mission 3 haben wir, glaube ich, erst gerade, ne? Uiuiuiui. Ah, das kann aber nicht sein. Es müssen mehr sein, die wir haben. Aber wir haben jetzt alleine 4 Stück gemacht. Also kann das mit den 3 eigentlich überhaupt nicht stimmen. So. Mit Franklin haben wir nämlich auch noch ein paar. Oh, da hinten steht die Karre, aber die ist abgeschleppt worden. Oder was ist das? Nee, ist ja. Ist das der grüne Porsche, der da stand? Vermute ich zumindest, dass es der ist. Ja, was? Achso, oben auf der Brücke ist das. Oben auf der Brücke ist das. Naja. Ah, hey, Autos. Okay, die kennen wir in die Ecke noch. Hier haben wir ja damals die ganz geklauten Wagen mit weggebracht. Irgendwo so in Folge 50 rum. 55 rum. Oh, warte mal. Okay, dann haben wir hier noch eine Randale-Mission. Aber wie gesagt, erstmal den Kollegen Josh. Den wollen wir auf jeden Fall machen. The crash, not you. Tony,
bastard. All right, go ahead. She's waiting for you, right upstairs, okay? Bouncy, bouncy. Alright. Ah, wir kriegen wieder Bouncy, Bouncy. Als Belohnung. Okay. Dann machen wir mal Bouncy, Bouncy. Mit unserem Freund Trevor. Grundbesitzlos. Tony, hope you had a good time up there. Yeah, not bad, not bad. Bit skinny, but not bad. Where you know her from? You ain't the pimp type. Pimp? No, she's my wife. She's my wife. I left my first wife and kids for her. Best decision I ever made. Oh, fantastic. I mean, she's been the making of me. Whatever gets you off. Was für eine kranke Scheiße. Listen, if you're up for it, do you remember that house on Eclipse where I was standing out in front of? You remember it? Okay. Well, that's my old place, and it's in foreclosure. Mm-hmm. But, well, if something was to happen to the place, you know, some gas gets spilled, I'd still get the full value in the insurance. I'm just saying. Yeah, I understand. I love you. I'm real glad that you fucked my wife. Jesus. Oh, by the way, there's a can of gas in my car that you can take. Okay? Zoom. Dann machen wir das sofort. Moment, ich muss mal ganz kurz schauen. So. Wir dürfen das Auto nehmen von ihm. Okay. Dann machen wir es mal auf. Please be careful with my car. Gasoline check. War Absicht. So. Die Karre soll los. So. Just when I thought this situation couldn't get any more messed up. If I'd known she was his wife, I would... Nah. Who am I kidding? Ist mir gerade egal. Ist eh nicht mein Auto. So. Genau. Wir sollen zu dem Haus gehen, wo er dann... Wer sich erinnern kann, das ist keine Ahnung, wir folgen mittlerweile her. Tony, hey, it's me, bud. Listen, there's a gas grill out by the pool. Now okay. You light that up, and I'll be able to see the fireworks from here. Now you do this for me, and you will see just how grateful Mrs. Bernstein can really be. Leave it to me. Just feed her up a bit, will ya? Gut. How can it be wrong when it feels so right? Ja, Trevor macht sich hier. Trevor nimmt ja auch alles. Der ist ja überhaupt nicht wählerisch. Hauptsache schön, ne? Hauptsache. Ups, warte mal. Halt. Bisschen verfahren. Nur mal den Weg. So. Hallo. Nö, später. So. Genau, zum Friseur brauchen wir nicht mehr. Da haben wir ja schon gemacht. Ich glaube, wir waren sogar hier bei dem Friseur. Na, hier wohnt Michael doch auch, nicht, oder nicht? Aber der ist, hat ja momentan ein bisschen ausgedient. Wir könnten da rein. Ja. So, dann gehen wir da mal rein. Fällt ja nicht auf. Okay, time to light the grill. Gut, dann machen wir mal ein bisschen eine kleine Grillparty. Ist ja warm, ist ja schönes Wetter am Pool. Da kann man auch mal eine kleine Grillparty schmeißen. Schütte eine Benzin. Moment. Ah. Damit kennen wir uns ja aus, damals. Wer erinnert sich nicht an die O'Neill Farm? Nice place, but give me the Billingsgate Motel any day. Bei der O'Neill Farm damals haben wir ja... You know, Trevor, you
could just go to a prostitute. Ah, der würde aber Geld kosten. Aber gut, der hat ja Kohle genug. All for you, Mrs. Bernstein. Ich hab nämlich einen vergessen. Man mag es leer komplett kommen. So. So. Wie gesagt, damit kennt man sie ja aus. Wer erinnert sich nicht an die Folge bei den Unils? Verlasse das Gebiet. Bloß nicht irgendwie mit dem Kopf sitzen. Scheiße. Oh, war mit. War das auf. Na, war klar. Na gut, aber wieder in das Gebiet reingefahren sind, ne? Müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir hier wieder rauskommen, safe. Hier wollte der Michael, ne? In dem Haus. Ich meine, in diesem rechts hier. Gut, verstecken schnell. Gut, die Cops sind erledigt. Josh Bernstein, Realty. I hear that property on Eclipse is hot right now. Excellent. Let me speak to my better half about schedules and we'll get back to you. Gut. Dann ist das erledigt. Der Grundbesitz los. So, jetzt fahren wir zu Nigel noch schnell. Dann müssten wir eigentlich mit Trevor auch wieder soweit alles erledigt haben. So. Genau, damals mit der Unil-Farben da. Ziemlich am Anfang irgendwo, keine Ahnung, wann, ich weiß, Folge 7 oder 8 oder 10 oder 10 was nicht. Aber ich meine 7 oder 8 wäre es gewesen, 12 oder 13 oder so, keine Ahnung. Na, irgendwo sowas in den Dreh rum. Da haben wir ja mit Trevor die Unil-Farm abgefackelt. Erstmal die ganzen Typen weggeschossen und dann die Farm abgefackelt. So, genau, wir wollen erstmal zu Nigel. Ich glaube, wir haben ja nämlich, müssten auch alle. Alle Utensilien haben. Da muss er sein. Das ist er. Was guckt der denn schon wieder? Was? Was für Souvenirs? El Di Napoli. Where's your wife? Mrs. Thornhill, she's not my wife.
She's got a husband and two lovely kiddies at home. We met online. It's nothing sexual. Where is she? Well, she's been trying to throw herself under celebs' wheels. Really? Well, she can throw herself under my wheels anytime. Oh, I knew you were funny, Jock. Yeah. I knew I would like you. Can I have a hug? What? Okay. Yeah. Come here. I've got a protruding hip. It's not a semi. Nigel! John! No. You won't believe what's happened! What? Only Al DiNapoli walking. He actually walks! He walks among us! Well, then what are you freaks waiting for? Well, that's a long story. What the fuck? A mistaken identity. And a lot of lies. Stalking is not what I would call it. Nor me. I told the judge I thought it was unfair. Yes, anyone's trousers could have come undone at that point. Exactly. Jolly bad luck. And we were such fans. If only we could talk to him. Yes, I know it was only his lawyers and agents. They ruin everything. If we could only get him somewhere private. Is it like that little lockup I know? No problemo. Look, there he is! Oh, shit. It's that crazy English bitch again. Nigel, he remembers me! To the chariot! Jock, you drive. Quick, he's getting away! Come on, Jock, get in! Steig in Nigels Auto. Warum muss ich denn nicht mehr fahren? Kann der nicht mehr fahren? Hurry, we're going to lose him! Alvin und Don El Di Napoli That's right, Jock. No prisoners. Did you ever imagine we might get a private audience with Al Di Napoli? Only in my wildest dreams. All those nights spent role-playing in the utility room. If only we'd known. I love. Maybe I should have driven. Loved him in the Redeemer. Oh, Nigel, do your Al Di Napoli line. This is turban warfare, motherfucker. It's uncanny. Oh, dear. Poor Jock. Oh, I won't. Jock, do you see that lorry? What the fuck's a lorry? Have a little faith. Anyone would think this was my first kidnapping. I hear that behind his charitable public face, he's remarkably right-wing. One can but hope. Liberal in the bedroom, conservative at the border, Mrs. Thornhill. Walter! Find out! He's going into the car park! The car park! No worries, mate! What on earth will we feed the man? I hadn't even thought of that. He probably eats sushi or the hire car! Oh, what the fuck was that? Everything okay there, Earl Grey Cakes? My prostate has taken quite a beating. Ah, hast du das getroffen? You have to lower the tone. Don't go crazy. We'd prefer him in one piece. Oh, yeah. Nobody here go crazy. Heaven forbid. This level of derangement? I'm impressed. Little by little, I'm... Is he going through the hospital? Oh, my lord! Hold on to your corsets! Seems rude not to follow him through the window. Oh, yeah. Such a thrill! Would you like me to escort your guest of honor to the trunk? Well, if you don't mind... Oh, come here, you! Come on! Come on, let me meet your biggest fan! Ah. You're fucking crazy! Oh, it's Al Di Napoli! Gute Nacht. You're good to go! Ah, a true gentleman. This is so exciting! Nut jobs. Ja. Fangen wir uns wieder Al Di Napoli. Ach, was? Kann ich die Karte nicht nehmen? Ist sie jetzt schrottreif oder was? Oh, scheiße. Ich dachte, wir könnten sie jetzt mitnehmen. Gut.
Nachdem wir das mit Josh erledigt haben, haben wir das jetzt auch mit Nigel erledigt. Was haben wir hier als nächstes? Sie. Ach, Cletus. Ja, ist es auch. Gut, dann haben wir das mit Trevor eigentlich soweit auch erledigt, würde ich sagen. Ah, hier unten ist noch eine Randale-Mission. Okay, dann machen wir die auch noch. Komm, dann haben wir das nämlich auch erledigt. Oder machen wir das in der nächsten Folge? Ich überlege gerade, ob ich das nicht in der nächsten Folge einfach mal machen soll. Kriegen wir das noch in dieser Folge? Und da ich überlege gerade echt, ob ich das nicht einfach wirklich in dieser Folge machen soll. Und wir haben noch 700 Meter jetzt. Na komm, wir machen es in dieser Folge noch. Ja. Hier haben wir ja Josh aufgegabelt. Aber muss ja noch eine... die Radarmission sein. Wo sind die? Ach, hier ist sie, okay. Hallo, SF. So look at the Huiga. Hey, ese, que onda? Radale, Vagos. It's none of your business, okay? Hey, it's a slight accent. Fuck you. Hey, so I grew up in Canada, huh? What's a big fucking deal? You fucking racist! And before you fucking ask, no, I'm not a motherfucker! Ja, genau. Das war jetzt irgendwie klar, dass ich auf einmal alles verliere. So viel zum Thema dazu. Ich muss mal irgendwie eine Stelle finden, wo ich mich ein bisschen verstecken kann. Ja, ausgerechnet dann muss ich nochmal nachladen. Dreizehn, vierzehn. Achtzehn. Neunzehn. Einundzwanzig. Zweiundzwanzig. Dreiundzwanzig. Fünfundzwanzig, jawohl. Jetzt muss ich nur 20 Sekunden durchhalten. Geschafft. 33 Kills. Alle liegen 45 Gegner. Gut, das haben. So, dann haben wir das auch erledigt. Gut. Ha! Haben wir da mal ein bisschen. Ein bisschen Randale zu schieben.
So. Was haben wir dann als nächstes noch? Da ist noch eine Randale-Mission. Ich habe jetzt ein bisschen Randale mit unserem Freund Franklin oder was? Aber das machen wir nicht heute mehr. Das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Dann sehen wir uns hoffentlich wieder bei Let's Play GTA 5.